die ein bisschen später dazu gekommen sind. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Tag, haben viel mitnehmen können von diesem, glaube ich, wirklich spannenden und auch sehr gut besuchten IDE in diesem Jahr. Mein Name ist Andreas Gröbel, ich bin Ihr Moderator durch die letzten 90 Minuten und ich glaube, diese 90 Minuten, die haben es absolut in sich. Sie sind unser wichtigstes, unser treuestes Publikum. Ich weiß, dass das ein sehr langer Tag war für viele. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der jetzt diese letzten Minuten für uns noch hier im Saal zur Verfügung ist. Ich freue mich auch über die vielen User zu Hause, die natürlich nach wie vor die Möglichkeit haben, auf der Website iday.at mitzureden, Fragen zu stellen. Ich glaube, es wird genügend Stoff geben, über den wir in diesen 90 Minuten noch diskutieren können. Sie können auch über Twitter mit dem Hashtag iday15 teilnehmen an der Diskussion. Sie sehen ja auch unsere Twitter-Wall, die wir den ganzen Tag hier schon bespielen damit. Ja, es wird juristisch, es wird ein bisschen was Richtung Online-Marketing und es wird ein bisschen was Richtung Konsumentenschutz. Das ist so in kurzen und einfachen Worten zusammengefasst, was uns jetzt erwartet, unser Big Data Blog. Und ich freue mich sehr, dass wir relativ kurzfristig noch einen Top-Redner als Impulsgeber für unsere danach folgende Podiumsdiskussion engagieren konnten. Nikolaus Forgo, er ist Wiener, der in Hannover tätig ist, er ist auch Honorarprofessor am Juridikum Wien und der Titel seines Vortrages ist Think Big, Datenschutz als Standardfaktor. Herr Forgo, die Bühne gehört Ihnen, wir freuen uns schon sehr auf Ihre Ausführungen. Bitte sehr. Ja, schönen Nachmittag. Herzlichen Dank für die sehr freundliche Einleitung und mein herzliches Beileid an Sie. Sie wollen jetzt wahrscheinlich irgendwas hören, was praktisch verwertbar ist und dann kommt ausgerechnet ein Jurist und dann ausgerechnet auch noch einer von der Uni. Also wird das vielleicht nicht ganz Ihre Anforderungen erfüllen, aber ich werde es versuchen, zumindest an einigen Stellen mich auf Dinge zu beziehen, von denen ich glaube, dass Sie sie eigentlich erwarten. Also, ich habe heute Vormittag schon einen Vortrag gehalten, da habe ich versucht, irgendwie so zusammenzufassen, wie ich glaube, dass sich die IT-Landschaft oder die E-Commerce-Landschaft in den letzten Jahren entwickelt hat und habe da so die These präsentiert, die eigentlich gar keine These ist, sondern unbestritten, dass wir so vier große Trends haben, beginnt irgendwo bei Cloud und geht über Mobile und Social und letztlich dann in diesen vierten Quadranten hier, der vielleicht das ist, warum wir uns heute hier treffen. Das ist also sozusagen die aktuelle Sau, die auf den Märkten durchs Dorf getrieben wird, gerade auf diversen Tagungen. Big also. Und alle vier Trends kann man vielleicht zusammenfassen in einem einzigen, also in drei Punkten, nämlich erstens, es ist sehr viel gratis, zweitens, es ist sehr schwierig, Herrschaft über die eigenen Daten zu behalten und oben drüber über allem dem liegt etwas, was man Geo- oder geobezogene oder standortbezogene Informationen nennen kann. Also wir reden eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr über vier, sondern letztlich über zwei bis drei Phänomene, die in dem Kontext tatsächlich eine Rolle spielen. Und da vor dem Punkt oder an dem Punkt beginnend, werde ich Ihnen jetzt, damit Sie ein bisschen was mitnehmen, auch von dem Juristen ein paar so triviale Lebensweisheiten mitgeben. Und die erste wird sein, there is no free lunch, oder man kann es auch kürzer sagen, if the product is for free, you are the product, oder noch kürzer, Facebook ist kein soziales Medium. Also so interessant vieles von dem war, worüber wir gerade im vorherigen Vortrag gehört haben, so wichtig ist es gleichwohl, dahinter auch zu sehen, dass es eben auf den ersten Blick aussieht wie gratis und auf den zweiten Blick natürlich Geschäftsinteressen dahinter stehen, die man auch aus rechtlicher Perspektive ein wenig vielleicht hinterfragen kann oder diskutieren kann. Und es gibt sogar einen aktuellen Anlass dafür und der aktuelle Anlass ist mal wieder einer, den man auch so alle paar Jahre erlebt. Wenn man so in meinem Alter ist, hat man, das habe ich heute früh auch ausgeführt, ein wenig das Gefühl, dass sich die Dinge immer wieder wiederholen. Also auch das wiederholt sich immer wieder aufs Neue. Wir haben jetzt also, ich glaube, das x-te Mal eine Veränderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook in Kraft getreten mit dem 1. März diesen Jahres. Und wenn Sie die vorherigen Folien gesehen haben, dann wird Sie wenig überraschen, was da drin steht in den neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nämlich im Wesentlichen steht drin, dass Facebook langfristig unter anderem und insbesondere Geodaten stärker nutzen will. Das bevorzugt, das bedeutet beispielsweise, dass bevorzugt Informationen von Freunden aus der Nähe angezeigt werden oder aus den näheren Bezirken angezeigt werden. Wie macht man sowas? Man schreibt das in die allgemeinen Geschäftsbedingungen rein und man schreibt auch noch hinein, wenn ihr Facebook nach dem 1. März weiter nutzt, dann erklärt ihr euch damit einverstanden, dass das jetzt in diesem Sinne verändert wird. Und das führt mich dann ins Thema.
Und das Thema soll eines sein, das vor diesem Hintergrund im Grunde genommen mit drei rechtlichen Fragen zu tun hat. Nämlich der ersten: Wie schaut es denn eigentlich jetzt aus mit der Einwilligung? Kann es denn richtig sein, dass man irgendwo hineinschreibt, wenn du es weiter nutzt, bist du einverstanden? Zweitens, vielleicht noch davor liegend und gerade für Werbeunternehmen besonders bedeutsam, ich war vorher in dem Track, der sich mit Open Data beschäftigt hat, bevor ich dann hier reingekommen bin, und in diesem Open Data Track haben eigentlich alle Leute, die dort waren, sozusagen disclaimerartig vorher immer gesagt, wir reden hier nicht über personenbezogene Daten. Und jetzt muss ich ein Geständnis machen, immer wenn die gesagt haben, wir reden hier nicht über personenbezogene Daten, ist in meinem Kopf so ein Film abgelaufen und dieser Film führt unmittelbar dazu, dass ich Ihnen zwei Dinge gestehen muss, nämlich erstens diesen Film und zweitens den Umstand, dass ich zwar seit 20 Jahren Datenschutzrecht mache, aber auf die Frage, was bedeutet personenbezogene Daten, keine Antwort geben kann. Und das möchte ich auch begründen. Und das Dritte ist, gerade in der Werbewirtschaft relevant, zunehmend wichtiger werdend ist die Frage, und zunehmend umstrittener werdend ist die Frage, wie gestalte ich und unter welchen Bedingungen gestalte ich eigentlich Widerspruchslösungen aus, wenn ich es gerade nicht auf Einwilligung basieren möchte. Das sind sozusagen die drei Themen. Lassen Sie mich beginnen mit der Einwilligung, also dem Facebook-Modell sozusagen. Und ich muss noch was vorne sagen, nämlich wir befinden uns seit 2012 in einem Prozess der Umwandlung des europäischen Datenschutzrechts. Ja, 2012, am 25. Januar 2012, also in Internetjahren gerechnet, wenn man so sagt, ein normales Jahr sind 8 Internetjahre vor ungefähr 25 Jahren. Da waren einige im Raum noch gar nicht geboren. Also vor ungefähr 25 Jahren hat die Europäische Kommission einen Vorschlag gemacht für eine Neuordnung des europäischen Datenschutzrechts in Form einer Verordnung. Die ist noch immer nicht beschlossen aus Gründen, die ich heute Vormittag erklärt habe. Die wird aber wahrscheinlich beschlossen werden, irgendwann 2015. Und wird vielleicht irgendwann 2018 auch Relevanz entfalten, sodass es vielleicht heute schon richtig ist, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, wie das mit der Einwilligung aussehen wird, wenn dieses neue Rechtssystem oder dieses neue Framework kommt. Lassen Sie mich also beginnen mit der Einwilligung und wo das Problem liegt. Das Konzept mit der Einwilligung ist 2.500 Jahre alt. Es geht letztlich zurück aufs römische Recht. If you don't have anything to say, say it in Latin. Also sage ich jetzt volenti non fit injuria. Ein ganz altes Rechtsprinzip, wenn jemand einverstanden ist, dann geschieht ihm kein Unrecht. Das passiert ununterbrochen in Ihrem Alltag, wenn Sie einwilligen, dass Sie irgendwo, ich weiß nicht, beim Tätowierer tätowiert werden, dann ist das eine Körperverletzung, die aber wahrscheinlich nicht rechtswidrig ist, weil Sie eingewilligt haben. Und es gilt nicht nur für einen Tätowierer, sondern es gilt für einen Arzt und es gilt für viele, viele alltägliche Zusammenhänge. Und im Grundsatz gilt dieser Grundsatz natürlich auch im Datenschutzrecht. Wer einwilligt, dem geschieht kein Unrecht. Das Problem ist nun, wie willigen Sie denn ein? Ja? Und wenn man sich also so die typische Facebook-Seite, die man aufruft, wenn man sich dort registrieren will, ansieht, dann stehen da eine Menge recht interessante Informationen da oben und die kleinen hässlichen Details stehen da unten, nämlich die Nutzungsbedingungen und zusätzlich zu den Nutzungsbedingungen auch noch die Datenschutzrichtlinien. Und das Problem, das erste Problem, das da auftritt, ist, jeder, der da oben sich irgendwie registrieren will, will das da unten nicht lesen. Nicht? Sie wollen ja irgendwie schnell einen Service nutzen, Sie wollen sich also mit dem hier nicht beschäftigen. Das zweite Problem ist, selbst wenn Sie es lesen wollen, ist es ziemlich schwierig zu verstehen, was dort steht, weil es nämlich einen grundsätzlichen Irrtum in der Vorstellung von Laien über die juristische Arbeit gibt und dem, was Juristen tatsächlich tun. Ja, also Laien, also die meisten hier im Raum wahrscheinlich, glauben, dass es die Aufgabe von Juristen wäre, Unsicherheit in Sicherheit zu transformieren. Ja, Sie haben irgendein Rechtsproblem, dann gehen Sie zum Juristen, dann klärt er das Rechtsproblem. Das ist nicht das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist, ein Jurist transformiert Unsicherheit erster Stufe auf eine Ebene zweiter Stufe. Ja. Und das passiert natürlich auch hier. Also die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook sind nicht darüber und nicht dafür geschrieben, dass Sie verstehen, was mit Ihren Daten passiert, sondern sie sind primär dafür geschrieben, um in einem juristischen Kontext argumentieren zu können, wir haben das eh erklärt auf erster Stufe und befinden uns jetzt auf einer Unsicherheit zweiter Stufe. Also selbst wenn Sie es gelesen haben würden, wobei ich unterstellen würde, dass die meisten das nicht getan haben, die sich registriert haben, würden Sie es nicht verstehen und es ist auch nicht dafür geschrieben, dass Sie es verstehen. Und das dritte Problem ist, natürlich geht es mittlerweile nicht mehr nur um Facebook, sondern Sie können entsprechende Erklärungen an vielen, vielen Stellen in Ihrem Leben beobachten. Also ein aktuelles Beispiel, das ich gerade hier an meinem Handgelenk trage,
ist ein so relativ moderner derzeit Fitness-Tracker. Ich tue das, weil ich das in einem Forschungsprojekt oder für ein Forschungsprojekt tragen muss. Insoweit habe ich sogar eine akademische Ausrede dafür, dass ich so kindisch bin. Also wenn Sie sowas tun, ne, dann erfassen Sie da diverse gesundheitsbezogene, die Datenschützer im Raum werden wissen, sensible personenbezogene Daten. Auch das selbstverständlich auf Grundlage einer Einwilligung. Sie können das noch ein bisschen extremer machen, wenn Sie also da ein Kunde dieses Unternehmens sind, dann können Sie da in so ein kleines, in eine kleine Provette, eine Speichelprobe eingeben und werden dann genetisch analysiert, kriegen also eine DNA-Analyse. Auch das auf Grundlage Ihrer Einwilligung, das, was Sie da rauskriegen können, potenziell zumindest, betrifft natürlich nicht nur Sie, sondern auch Ihre noch gar nicht geborenen Nachkommen. Sie können auf Google, das ist ein Beispiel aus meinem Leben, wenn Sie den Location-Tracker anhaben, und in vielen Fällen ist der defaultmäßig an, so Standortprofile tagesaktuell generieren, die mittlerweile auf Wohnung genau sind. Also das hier ist mein Alltag in meiner Wohnung. Man sieht jeweils, wo ich mich am jeweiligen Tag aufgehalten habe, um welche Uhrzeit. Und man kann da unten dann also sehen, wie lange ich geschlafen habe, wenn man das nicht vorher schon hier erfahren hätte. Und letztlich kann man dann also auch noch viele andere Dinge mehr in dem Kontext natürlich sich vorstellen. Und was hat das jetzt mit Einwilligung zu tun? Ich fange mit einem Aprilscherz an, es zu erklären. Und dieser Aprilscherz hat zu tun mit einem Spieleunternehmen, das am 1. April 2010 eine sehr hübsche Idee hatte, nämlich die AGB zu ändern. Und zwar so zu ändern, dass am 1. April 2010 in den AGB und in den Datenschutzbestimmungen dieses Unternehmens enthalten war, dass wer am 1. April 2010 sich für dieses Spiel registriert, agreed to grant us a non-transferable option to claim for now and forevermore your immortal soul. Also wer am 1. April 2010 sich dort registriert hat, hat seine Seele verkauft. Und weil das einseitig war, hat es noch eine zweite Bestimmung in den AGB gegeben, nämlich den Umstand oder den Hinweis darauf, dass wenn man mit dem Verkauf seiner Seele nicht einverstanden war, dann möge man sich melden bei dem Unternehmen, dann kriegt man einen Gutschein über $10. Ja, also es gibt ein Incentive, nicht einverstanden zu sein. Das Ergebnis war 7.500 verkaufte Seelen an dem Tag, weniger als 10 Gutscheine. Und wenn man das versteht und wenn man auch versteht, dass zum Beispiel, um jetzt nochmal Google, ich dachte eigentlich, ich würde hier mit einem Google-Vertreter diskutieren, deswegen so viel Google. Wenn man das also jetzt auch versteht, vor dem Hintergrund, dass Google wahrscheinlich über mich mittlerweile auf Grundlage einer informierten Einwilligung mehr weiß als meine Frau, weil ich dank der Transparenz, die bei Google herrscht, unter anderem weiß, dass ich bei Google mittlerweile seit 2013 10.000 und irgendetwas Suchanfragen gestellt habe, die alle personenscharf auf mich Abruf oder vorhanden sind und auch noch damit verknüpft sind, wann ich danach suche und auch noch an welchen Tagen und so weiter und wonach ich am häufigsten suche. Übrigens ist der häufigste Suchbegriff die Datenschutzrichtlinie, was jetzt auch schon was über die persönlichen Deformationen dieses Berufs aussagen mag. Also wenn man das alles zusammenfasst und sagt, dass die Grundlage für die Zulässigkeit dieser Verarbeitung die informierte Einwilligung ist, dann erkennt man vielleicht, dass es ein paar Probleme mit dem Konzept Volenti non fit injuria in diesem Zusammenhang geben mag. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir darüber reden, ob wir es reden können, wenn Sie Lust haben, nachher darüber, ob es in Zeiten von Big Data mit all den möglichen Anwendungen, von denen wir heute noch gar nichts wissen, und mit dem Design-Element, dass man eben gerade noch nicht wissen möchte, was man später mit Daten macht, wenn man sie erhebt im Zusammenhang von Big Data, ob es dann richtig ist, weiterhin sozusagen so sehr auf die Einwilligung zu setzen, wie wir das im Datenschutzrecht eigentlich seit 1983, seit dem Volkszählungsurteil, dem Deutschen gewohnt sind. Das ist also so die erste Provokation, die ich mir erlaube. Die zweite Provokation zum Personenbezug. Da habe ich ja schon das Geständnis abgegeben, ich weiß nicht so genau, wovon da die Rede ist. Und ich weiß zwar, deswegen weiß ich nicht so genau davon, wovon da die Rede ist, weil ich wieder Google nutze und ich nutze in dem Fall jetzt Google Street View und ich fahre durch die schöne Ortschaft Grumberg im Wuppertal, die ich bis dahin nicht gekannt hatte, die ich jetzt aber sehr gut kenne, weil Grumberg im Wuppertal ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie Google Street View in Deutschland an einigen Stellen nicht funktioniert, denn Sie sehen hier, dass Sie nicht sehen, nicht deswegen, weil der Beamer schlecht ist, sondern deswegen, weil hinter diesen grauen
Blöcken hier jeweils ein Hauseigentümer oder ein Mieter oder ein Nutzer dieses Hauses, ein Unternehmen, wahrscheinlich keine Unternehmen, eher Mieter und Hauseigentümer, sich befindet und in Grunberg im Wuppertal viele Lehrer wohnen und Lehrer dazu tendiert haben, offenbar überproportional häufig dazu tendiert haben, auf Google Street View zu sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass jedermann auf Street View sein Haus sieht. Und die datenschutzrechtliche Frage, die dahinter steht, ist, kann es sein, dass Google, indem es mit irgendwelchen Kamerawegen durch Grunberg im Wuppertal fährt oder da, indem ich dann diesen Dienst nutze, ich dadurch, dass ich das tue, oder Google, indem es diese Fotos macht, personenbezogene Daten erhebt? Und die Antwort, die ich darauf geben muss, wie schon vorher gesagt, ist, ich weiß das nicht so genau. Denn die Definition des personenbezogenen Datums, so wie es in Deutschland und in ähnlicher Weise in der Datenschutzrichtlinie steht, lautet, jetzt zitiere ich wörtlich deutsches § 3 BDSG, Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Ja, Einzelangaben, persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Und natürlich ist es so, dass Google keine Ahnung hat, wer hinter dem Haus wohnt und sich auch nicht dafür interessiert, wer hinter dem Haus wohnt. Aber genauso natürlich ist es, dass jemand, der diese Straße kennt, weiß, da wohnt Frau Meier oder dort wohnt Herr Müller. Und genauso natürlich ist es, dass jemand, der sich dafür interessiert, aber nicht dort wohnt, aber das herausbekommen möchte, relativ schnell mit Zusatzinformationen herausbekommen kann, wer dort wohnt. Und die spannende Folgefrage ist dann, reicht das oder muss das reichen, um das gesamte Instrumentarium des Datenschutzrechts anzuwenden? Denn es gibt im europäischen Datenschutzrecht seit auch über 30 Jahren eine 0-1-Entscheidung. Und die steht ganz am Anfang. Wenn Personenbezug, dann Datenschutzrecht komplett anwendbar. Wenn kein Personenbezug, dann können Sie über alles Mögliche nachdenken, aber nicht nur über Datenschutzrecht, weil nicht einschlägig. Und das gilt natürlich nicht nur für Street View jetzt, das gilt für alle möglichen sonstigen im Netz interessanten Daten. An jeder dieser Kategorie kann man eine Dissertation schreiben. Oder bei den meisten dieser Kategorien haben irgendwelche Studierenden von mir schon Dissertationen geschrieben. Da gibt es also jeweils 250 Seiten Text. Und am Ende kommt eigentlich das raus, was bei Juristen meistens rauskommt. Sie können 95% eines Jus-Studiums mit drei Antworten erledigen. Eine davon lautet häufig, es ist kompliziert. Die zweite lautet, es kommt drauf an. Und die dritte lautet, es gibt noch keine Entscheidung. Ja? Und die dritte, es gibt noch keine Entscheidung, gilt überraschenderweise auch in dem Kontext, ja, an einer ganz trivialen Frage, nämlich der Frage, ist die Erhebung und die Verarbeitung einer IP-Adresse durch ein Online-Marketing-Unternehmen, durch eine Suchmaschine, durch irgendjemand sonst eigentlich die Erhebung personenbezogener Daten? Fragezeichen. Klingt trivial, klingt jetzt auch nicht so, als wäre die Frage heute aufgetaucht. Ja? Also anders als Big Data ist das eine Frage, die kennt man seit ungefähr, ich weiß nicht, 25 Jahren oder so. Und es ist eine Frage, die überraschenderweise immer noch nicht geklärt ist. Denn es gibt zwar eine EuGH-Entscheidung, ich langweile Sie jetzt nicht mit den Details, da ging es um ein Filtersystem bei Access Providern, die so aussieht, als hätte der EuGH schon 2010 gesagt, ja, eine IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum. In Wirklichkeit ist das aber nicht einschlägig, jedenfalls dann, wenn man nicht ein Access Provider ist, sodass, gute und überraschende Nachricht, am 20. Oktober 2014, also vor noch gar nicht langer Zeit, vor 4 Monaten, der BGH exakt diese Frage, nämlich ist der Umstand, dass Sie in Ihrem Logfile irgendwelche IP-Adressen Ihrer Nutzer aufzeichnen, die Erhebung eines personenbezogenen Datums, exakt diese Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt hat. Und wenn Sie schon mal wissen, was das heißt, dann wissen Sie ab jetzt, dass Sie keinem Anwalt glauben dürfen, der sagt, er wisse, ob das so oder so wäre. Denn die richtige Antwort habe ich vorher schon gegeben, die lautet in dem Fall, erstens, es ist kompliziert und zweitens, es gibt noch keine Entscheidung. Es gibt jedenfalls nicht die relevante, letztlich relevante Entscheidung, nämlich die des EuGH. So, drittes Feld, über das ich reden will, also die These 2 hier lautet, können wir uns vor diesem Hintergrund es uns weiterhin leisten und wollen wir es uns weiterhin leisten, diese 0-1-Entscheidung, Personenbezug, Anwendungsbereich des Datenschutzrechts, kein Personenbezug, kein Anwendungsbereich des Datenschutzrechts, können und wollen wir uns das weiter leisten vor dem Hintergrund der Datenschutzregulierung. Dritter Bereich, Widerspruch des Betroffenen. So, also jetzt geht es um Fälle von Verarbeitungen, bei denen die Zulässigkeit der Verarbeitung gerade nicht auf der Einwilligung basiert, sondern auf irgendeiner gesetzlichen Grundlage.
Da gibt es eine Norm, die kennen viele von Ihnen, 107 TKG, das ist die Direktmarketing- und Spam-Problematik. Und da habe ich jetzt auch eine, da bringe ich jetzt eine Entscheidung mit, die viele von Ihnen kennen, wahrscheinlich aus dem Juni diesen Jahres. Da ging es um die komplizierte Frage, ob bei einem großen österreichischen Zeitungsunternehmen das Testabonnements vergeben hat und dann die Testabonnentinnen und Abonnenten versucht hat, dafür zu gewinnen, auch noch weitere Dienstleistungen dieses Unternehmens in Anspruch zu nehmen. Hat also dieses Unternehmen, indem es das per Mail beworben hat, gegen § 107 TKG verstoßen? Und § 107 TKG ist eine Norm, bei der man sich so richtig schön, ich lade Sie jetzt dazu ein, das gemeinsam mit mir zu erleben, bei der man sich so richtig schön alt fühlen kann. Das ist sowas von 90er. Ja? Das beginnt schon da oben, die Zusendung einer elektronischen Post. Ich frage die anwesenden Juristen im Raum, was bedeutet elektronische Post? Ja, also ist irgendein Facebook-Posting eine elektronische Post? Fragezeichen. Ist ein Tweet eine elektronische Post und so weiter? Kann man schöne Zusatzfragen stellen, auf die es mir jetzt gar nicht ankommt. Worauf es mir ankommt, ist, also in Bezug auf die E-Mail hat jetzt eben das Bundesverwaltungsgericht eigentlich eine Trivialität festgehalten, nämlich die, dass sie dort auch sozusagen einwilligungsfrei entsprechende Mails senden können. Für das Bundesverwaltungsgericht, wörtliches Zitat, sprechen daher die besseren Gründe für die Annahme, dass der Adressat bei der Kontakterhebung über die Verwendung ausreichend informiert werden muss und er darauf hingewiesen werden muss, dass er kostenfrei und problemlos eine Verwendung ablehnen kann. Wenn das passiert ist, dann brauche ich keine Zustimmung mehr nach 107 Absatz 2, sondern kann die Zulässigkeit auf 107 Absatz 3, also auf das hier, basieren. Ja, das ist also die Nachricht. Die gute Nachricht hier auf den ersten Blick lautet also, das ist jetzt geklärt oder wieder mal geklärt. Die schlechte Nachricht ist, natürlich sind alle Details nicht geklärt, weil erstens nicht rechtskräftig, zweitens in Bezug auf E-Mail und das ist sowas von 90ern und drittens, das ändert sich möglicherweise alles sowieso gerade, weil Datenschutzgrundverordnung. Apropos Datenschutzgrundverordnung. Europa ist das große Stichwort da. Ja, wir haben seit 2012 die entsprechenden Vorschläge. Die Kommission positioniert sich immer noch dahingehend, dass sie sagt, das ist eine absolute Top-Priority, die Änderung des Datenschutzrechts 2012 begonnen, 2015, also jetzt irgendwann vielleicht zum Ende kommend. Und seit 3 Tagen wissen wir auch, wie das Ende vielleicht aussehen wird. Denn seit 3 Tagen wissen wir, wie der Rat die Datenschutzgrundverordnung umschreiben will. Und zwar wissen wir das deswegen, weil ein Dokument geleakt wurde. Da gibt es keinen offiziellen Release bisher, sondern es gibt nur einen Leak vom 2. März diesen Jahres. Und diesen Leak anzusehen, würde ich Ihnen sehr empfehlen, damit Sie sich so einen ungefähr optischen Eindruck machen können von dem, was sich da möglicherweise ändern wird. Und man kann es kurz zusammenfassen. Schon das Parlament hat alles umgeschrieben, der Rat schreibt nochmal alles um und der Rat tut sich nicht die Mühe an, gelesen zu haben, was das Parlament geschrieben hat. Also es ist ein komplett neues Dokument. Es ist nicht eine Fortentwicklung des Dokuments des Parlaments, sondern es ist ein komplett neuer Entwurf. So, und das sieht dann so aus, ich will Sie jetzt nicht durch die Details jagen, dass zum Beispiel in Bezug auf die Einwilligung der ursprüngliche Entwurf ist das Wenige, was noch in Normalschrift ist. Ja? Das, was in Kursivschrift ist, links, ist das, was das Parlament vorgeschlagen hat zu verändern. Das, was Sie rechts sehen, ist das, was der Rat vorschlägt. Ja? Und da gibt es jetzt noch ein paar Dinge, die sind jetzt unterstrichen. Das sind neue Dinge des Rats und es sind ein paar Dinge, die sind durchgestrichen. Das sind die Änderungen am ursprünglichen Entwurf der Kommission. Und Sie müssen jetzt nicht das im Detail lesen, weil es sich eh noch 7-mal verändern wird. Ja. Aber Sie sehen an der Stelle, wir streiten wirklich über ganz essentielle Dinge. Es ist nicht so, dass wir jetzt sozusagen über irgendwelche Details hier reden, ja, sondern wir reden in Bezug auf die informierte Einwilligung wirklich über essentielle Grundlagendinge. Und das gilt nicht nur für die informierte Einwilligung, sondern das gilt für jeden anderen Punkt auch, über den ich hier geredet habe. Es gilt insbesondere auch für die Frage, was bedeutet eigentlich Personenbezug? Oder wichtiger noch, inwiefern sind die datenschutzrechtlichen Grundstandards auf pseudonyme Daten anwendbar oder nicht anwendbar? Auch das ist eine Frage, über die ich gerne mit Ihnen nachher diskutieren würde. Und es gilt drittens auch für die Frage, wie denn das jetzt eigentlich mit dem Widerspruch aussieht. Also das jetzt doch ein bisschen im Detail, weil für die Werbewirtschaft wahrscheinlich interessant.
Das hier ist ein neuer Erwägungsgrund, oder das ist ein Erwägungsgrund, der Erwägungsgrund 46 der Verordnung. Und da geht es zunächst einmal darum, wie Informationen für den Betroffenen transparent geschaltet werden können. Also wie informiere ich den Betroffenen transparent über die Umstände der Datenverarbeitung? Da gibt es jetzt plötzlich einen neuen Satz im Entwurf des Rates, nämlich, dass die Information could be provided in electronic form, for example, when addressed to the public through a website. Ja, also die Vorstellung des Rates an der Stelle ist, wenn ich den Betroffenen informieren will, dann soll ich ihn auch über eine Website informieren können. Ich muss also nicht mehr proaktiv irgendwelche Informationen abgeben. Das ist, wie gesagt, ein Insert aus dem Rat. Das kommt weder in der Fassung des Parlaments noch in der Fassung der Kommission vor. Es wird sehr spannend sein, an der Stelle zu sehen, wie sich Parlament und Kommission positionieren. Diese Diskussion läuft jetzt. Also Botschaft hier ist, jetzt ist der Moment, sich dazu äußern. Und Beispiel jetzt weiterentwickeln in Bezug auf den Widerruf. Also wie ist das jetzt, wenn ich die Rechtsgrundlage nicht in der Einwilligung habe, aber gleichzeitig widerrufen haben will. Auch da gibt es jetzt eine neue Fassung des Artikel 19 Absatz 2 und 2a. Und da steht jetzt plötzlich drin, where the data subject objects to the processing for direct marketing purposes, the personal data shall no longer be processed for such purposes. Und die interessante Rechtsfrage ist jetzt, bedeutet das, dass jetzt plötzlich im Direktmarketing wegen der Neufassung von Artikel 19 Absatz 2 auf eine Opt-in-Methode zurückgegriffen wird, statt Opt-out, wie das bisher der Fall ist? Antwort in den Fußnoten, das Spannende steht hier in der Fußnote 98, die Kommission meint das nicht. Ja, die Kommission meint das nicht. Auch hier gilt, wie gesagt, sehr kompliziert, zwei Juristen, drei Antworten, gibt noch keine EuGH-Entscheidung. Auch darüber würde ich gerne mit Ihnen nachher reden. So, das sollte ein Impuls sein, deswegen bin ich auch schon ratzfatz bei der Zusammenfassung dieses Vortrags. Das geht jetzt ganz schnell, das geht in zwei Sätzen im Wesentlichen. Erstens, wir befinden uns in einem Zustand des rasenden Stillstands im Datenschutzrecht seit 3 Jahren und immer noch. Und es wird darauf ankommen, im Jahr 2015 diesen rasenden Stillstand zu durchbrechen, denn das regulatorische Umfeld, in dem wir uns bewegen, stammt aus 1983, ja, Prä-Internet-Ära. Und zweitens, ich habe auch keine Lösung, bewundere aber das Problem. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Danke, Herr Professor. Ja, ich darf Sie einladen, gleich Platz zu nehmen bei uns. Ich habe so ein Gefühl, das werden sehr spannende Minuten jetzt noch hier in dieser Runde. Ich darf eine Frage vielleicht vorab noch stellen, bevor wir dann in der Runde weiter diskutieren. Wo es vielleicht bei dem einen oder anderen auch Klick gemacht hat, dieses Google-Web-Protokoll, ja, das Sie gezeigt haben, Ihrer persönlichen 10.002 Web-Abfragen, ist das für jeden User sozusagen frei erhältlich? Muss man das anfordern? Wie sieht das aus? Nein, also wenn Sie bei Google registriert sind und eingeloggt Google nutzen, dann haben Sie das als ein Service, und also googeln Sie nach Dashboard, dann finden Sie den Link google.com/dashboard. Wenn Sie eingeloggt sind, sehen Sie diese Informationen. Herzlichen Dank. Sie können sie auch löschen lassen und Sie können sie auch exportieren. Gut, ist vielleicht eine wichtige Info für alle hier im Raum, die daran noch nie gedacht haben. Finde ich eine spannende Sache und damit sind wir mittendrin.